Es gibt Liedzyklen von Peter Ruzicka, die Hölderlin, Nietzsche und Paul Celan vertonen. Sein Interesse gilt den Grenzgängern und Gefährdeten, auch in der Literatur. Die Nietzsche-Fragmente, hier gesungen von Thomas Bauer und mit Siegfried Mauser am Klavier, geben ein Beispiel, wie emotional sich die Musik ins Innere der Texte hineinbegibt und sie befragt. Was war die